Sehr verehrte Freunde der deutschsprachigen Warcraft 3 Unterhaltung, an einem ungewöhnlichen Samstagabend begrüßen wir euch. Und zu was begrüßen wir euch denn heute? Natürlich zur Meisterschaft, aber Remo Demo, kennst du an diesem Tag die magischen drei Worte? Na? Bayern Nummer 1. Nein, Mann, es ist Playoffs, Baby. Du hast natürlich hier was angesprochen, ne? Die Bundesliga-Meisterschaft im Fußball ist heute zu Ende gegangen. Die Eishockey-Jungs kämpfen noch ums große Finale. Und wir müssen uns zwei Spieler finden, die mit uns auf die Offline-Finals kommen. So sieht's nämlich aus. Die reguläre Saison ist vorbei. Skars, Edo haben es nicht geschafft, in die Top 6 zu kommen. Wir entscheiden diese zwei Spieler zwischen Kevin, Leon, Francis und Tom. Jawohl. Tom wird heute gegen Kevin rangehen in einem Matchup, das ihm vielleicht nicht so ganz liegt. Tom wird heute vielleicht zweimal Grund zur Trauer haben, falls er hier heute verliert, nachdem Bayern bereits gewonnen hat. Und Leon, der große Star der Ende der Season, geht ran gegen Francis, der beste Ork, den wir hier hatten in der Meisterschaft für eine lange Zeit. Super tolle Spiele, die uns bevorstehen und ich kann es kaum warten zu sehen, wer gewinnen wird. Natürlich heute noch nicht die Entscheidung, die wird dann morgen stattfinden, aber heute finden wir schon raus, zu wem wir Adieu sagen dürfen. Und natürlich ist die große Frage, wer wird X-Lord und Todd beitreten für die Top 4, für die Playoffs, die dann diese Saison spannender als manche andere Saison entscheiden wird, wer hier den ersten Platz mit nach Hause nimmt. So sieht es nämlich aus. Ihr habt wahrscheinlich gerade im Highlight-Video gesehen, es ging durch die Social-Media-Kanäle, es ging durch die Discords dieser Welt. X-Lord hat verloren. Das allererste Mal in der Meisterschaftsgeschichte hat er eine Series abgegeben. Eine wahnsinnige Streak ist zu Ende gegangen. Und Leon war verantwortlich dafür. Muss man natürlich sagen, hat ihm am Ende nicht so viel gebracht. Außer dem vierten Platz in der Regular Season, aber konnte sich nicht direkt für die Playoffs qualifizieren, nicht den dritten Platz sichern. Der ging an Kevin durch einen Sieg am letzten Spieltag und dadurch konnte sich Kevin seinen Gegner aussuchen und hat direkt Tom genommen. Ja, sollte uns nicht so arg überraschen. Haben wir in der Season schon gesehen, wie gut ihm das Matchup liegt und generell historisch gesehen, wenn man vor allem den Orks trauen darf, was die so verkunden, dann ist es ja ein schwieriges Matchup. Vielleicht ein bisschen einfacher geworden, aber Kevin da doch immer recht überzeugend gewesen. Und ich kann seine Wahl auch nachvollziehen. Moment, nehme ich das Statement zurück? Soll ich das Statement zurücknehmen, Janis? Denn gegen Franz, da wäre er vielleicht gegen Farsi, hätte er daran gegangen. Ich würde sagen, relativ wahrscheinlich sogar. Aber nein, er hat sich für den Thomas entschieden. Das bedeutet ja, dass unser lieber Kevin lieber gegen einen Blademaster spielt. Das nenne ich selbstbewusst, das nenne ich beeindruckend. Natürlich, Kevin Schwem ist dafür bekannt, nur mit großem Selbstbewusstsein in diese Spiele zu gehen. Und ohne Training natürlich, das ist auch klar. Ja, ist eine schwere Wahl. Du hast recht, gegen Tom, der Hero-Fokus ist immer gefährlich. Tom kann auch relativ gut lamen. Vielleicht sehen wir da einige Tower, so Hitman-Style mit Stasis Traps und so. Bei Francis hätte er sich wahrscheinlich eher auf den Standard einstellen können. Aber gut, hat dann Tom genommen und da wird er mit großer Sicherheit auch vorbereitet ins Match gehen. Leon gegen Francis ist wahrscheinlich ein bisschen knapper als unser erstes Match. Ja, auf dem Papier sieht es zumindest so aus. Francis mal wieder weit vorne mit dabei, auch in dieser Saison der bestabschließende Ork-Spieler in einer Season, wo wir jede Menge Orks hatten. Hat zufälligerweise auch ein bisschen mit Tom Probleme gehabt. Tom war ja ein bisschen der Ork-Mirror schlechter. Aber ja, wir werden sehen, wie unser einer Österreicher hier aufspielen kann. Ich glaube allerdings auch von Streams, die ich gesehen habe, von anderen Games, die ich gesehen habe, mir kommt so vor, als ob Leon sich ziemlich wohlfühlt in diesem Matchup. Geht nicht jedem Human so. Einige Humans haben immer noch Probleme gegen den Farseer, gegen die Headhunter. Aber natürlich hat man sich auch über die Jahre mittlerweile hinweg besser an den Farseer gewöhnen können. Und es gab ja auch ein paar Changes. Gab ein paar Nerfs gegen die Orks. Da sieht die Geschichte besser aus mittlerweile. Ich würde fast sagen, dass ich Leon hier ein bisschen vorne sehe. Vielleicht auch gedankt dem Hype teilweise, der ein bisschen noch in seinem Rücken mitschwebt. Ich hoffe, dass Francis sein bestes Spiel zeigen kann heute. Ansonsten könnte es ein bisschen happig werden. Dieser Leon, der ist echt beeindruckend derzeit. Es wäre aber natürlich eine Ironie des Schicksals, wenn Leon derjenige ist, der X-Lord
die Serie abnimmt und dann nicht auf die Finals kommt. Und Chancen dafür sind da. Also Leon kann definitiv gegen Kevin verlieren. Leon kann definitiv auch gegen Francis verlieren. Und selbst wenn, also wenn Tom ist natürlich der große Underdog hier in den Top 6, aber auch da, wenn der Blade Master mal wieder die 200er Crits rausholt, dann wächst da auch kein Gras mehr. Ja, auf jeden Fall. Gibt jede Menge Möglichkeiten hier für eine Überraschung. Oder was ist überhaupt die große Überraschung? Wir haben Kevin und Leon schon weit vorne mitspielen sehen. Auch Francis ist ein Veteran mittlerweile in der Meisterschaft und auch bei den Playoffs. Tom ist natürlich der große Underdog auf dem Papier. Er ist allerdings auch jemand, der uns in der Vergangenheit überraschen können. Ich frage mich, wer hier wirklich am meisten Arbeit reingesteckt hat und wer es am meisten verdienen wird am Ende. Vielleicht wird es sichtbar sein im Spiegel, wer sich am meisten vorbereitet hat. Und zuvor, bis heute, kam es immer so vor, als ob Leon der ist, der am meisten spielt, der am meisten trainiert und der wirklich enorme Besserungen hat verzeichnen können. Ne? Als er angefangen hat zu spielen, war er irgendwie auf 1900 MMR oder so und mittlerweile ist er ganz vorne mit dabei, hat gegen 1-2-0 trainiert, um sich da vorzubereiten und zwar nicht nur, weil 1-2-0 ihm einen Gefallen tun wollte, sondern weil der sie auch vorbereitet hatte für sein Match gegen Sock, was auch ihm geholfen hat. Also ich sehe Leon, was die den Arbeitswillen und die Verbesserung angeht, hier ganz weit vorne. Und ich muss auch zugeben, es ist auch eine Story, die einfach Spaß macht zu sehen. Aus dem Nichts kommt er hierher und ist jetzt ganz vorne mit am Mischen in der Meisterschaft und auch schon ein bisschen international. So ist es. Er hat auf jeden Fall versucht, sich für den TED Cup zu qualifizieren. Da hatte er ein unfassbar schweres Bracket. Hat es dann leider nicht geschafft. Aber TED Cup wird es ja nächsten Monat wiedergeben. Von daher dann auch vielleicht mit Leon Hoge. Und ich freue mich, wenn es denn soweit kommen sollte, freue ich mich auf ein Winner Bracket Final zwischen Kevin und Leon. Da ist jetzt mittlerweile so viel Geschichte zwischen den beiden. Beim Rara Land waren sie in einer Gruppe und es ging um genau eine Map. Zum Abschluss dieser Season sind sie auf 3 und 4 und es sind auch wieder so Maps, die das ausmachen. Die beiden agieren in Ligen ungefähr auf einem Level und Kevin würde ich nicht unterschätzen. Der hat vielleicht nicht so viele Games gemacht, aber der hat ein großes Brain. Will jetzt natürlich nicht sagen, dass Leon und Francis und Tom das nicht haben, aber wenn Kevin sich mal 2 Stunden hinsetzt in seinen persönlichen Think Tank, dann kommt da meistens was Gutes bei raus. Und ist auch normalerweise immer sehr informiert, sehr gut informiert, was die Szene angeht. Einer der am häufigsten anwesenden Spieler bei uns im Back to Warcraft Chat zum Beispiel. Auch mittags, wenn dann die chinesischen Turniere stattfinden. Da habe ich ihn auch heute gesehen, wo er selber erwähnt hatte, dass Colorful 3 Versuch gebraucht hatte für ein Surround mit einem One of the Wind, einem One of the Wind und einem Entangle. Ja, gut, ist halt Colorful, ne? Der hat dann auch seinen Held gegen Trolltrapper verloren. Alter. Hast du das gesehen, ne? Colorful heute war aber auch weird, Alter. Heute sind so viele komische Sachen passiert. Es war ganz Banane. Ja gut, aber der Colorful, Kevin, der muss halt noch ein bisschen an seinem Micro, seinem Makro, seinen Creep-Routen und so arbeiten, ne? Das wissen wir. Das stimmt, das stimmt. Hoffentlich ist Kevin da ein bisschen besser vorbereitet und ein bisschen besser rundum versiert. Aber ja, er kennt sich aus mit dem Meta. Er weiß, was die neuesten Changes angeht. Er weiß, was der neue Patch so in sich trägt. Da hatten wir auch schon Meisterschaft-Interviews zuvor, wo die Spieler nicht wussten, was denn für Changes im neuen Patch vorkam. Weiß nicht, ob du daran noch erinnern kannst. Mhm. Kevin wird Bescheid wissen, wird eine Idee haben und führt die normalerweise auch immer sehr stark aus. Aber ja, du hast recht. Ich würde mich auf jeden Fall sehr auf ein Aufeinandertreffen der beiden freuen. Leon hat ja öfter schon mal ein bisschen unter dem Druck gezittert. Nicht am letzten Spieltag, aber davor in der Regular Season hat Leon zum Beispiel gegen den Francis verloren. Darf sich hier nicht zu sicher sein, auch wenn er natürlich eine große Fanbase wieder im Chat parat hat. Francis und Tom sind für mich die Underdogs, beide auch mit Chancen allerdings. Francis wahrscheinlich eher als Tom, aber beide müssen an diesem ungeliebten Nachtelf-Matchup vorbei, wenn sie denn irgendwie eine Chance haben wollen. Wäre auch interessant, die beiden gegeneinander spielen zu sehen, Tom und Franz. Wenn alles komplett nach dem Skript verläuft, dann ist es ja soweit im Lower Bracket. Könnte dann Farseer gegen Blade Master bedeuten. Und sprechen wir doch mal nochmal den Patch an, den ich gerade eben kurz angeschliffen hatte. Wir sehen mittlerweile viele Blade Master wieder, ne? Viel mehr Blade Master, viel mehr Grunts. Macht Sinn anhand der Buffs da für die Grunts letztens. Und vor allem der Nerfs für die Headhunter. Es scheint so, also dass nicht die allerbeste Zeit ist für Franz, was die Patches angeht, was die Unit-Stärken angeht, da der Farseer genervt wurde, da die Headhunter genervt wurden. Und ich frage mich, ob sich das hier bemerkbar machen wird.
Und er ist auch mittlerweile sehr bekannt dafür, wie ein bunter Hund, dass er immer seine Hero-Focuses versucht, die natürlich auch sehr stark sind, aber dagegen kann man sich auch einstellen als Spieler. Also was den The Wind of Change so angeht, mache ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen um Franz, aber diese Sorgen kann er heute selbst wegblasen, indem er einfach nur stark aufspielt. Da geht mir als altem Scorpions-Fan natürlich direkt das Herz auf, ne? Der Klaus meine, da hole ich fast mein Kapperl von der Garderobe und setze mir die auf. Wir müssen noch verkünden übrigens, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Es sind die ersten Playoffs dieser Art in der Meisterschaft. Die Ligaleitung, die ist ja immer fleißig dabei und hat immer ein Ohr für die Community und natürlich auch uns, was sehr gut ist, liebe Ligaleitung. Und vorher hatten wir ja immer so Entscheidungsspiele für die Playoffs. Die waren dann Single Elimination, Best of Five. Wenn man gewonnen hat, dann war man auf den Playoffs. Wenn nicht, dann war man halt raus. Diese Season, wie ihr hier nochmal seht, Double Elimination. Also man kann ein Match verlieren und trotzdem noch auf die Finals kommen. Dafür ist alles Best of Three, nicht Best of Five. Man muss aber trotzdem mehr Maps gewinnen und kann auch mehr Maps verlieren, um dann trotzdem noch weiter zu kommen. Meiner Meinung nach, tolle Entscheidung. Ja, finde ich auch. Ist ein wichtiger Breakpoint hier in die Top 4 reinzukommen, vor allem wenn man live offline spielen will, falls das der Plan sein wird. Und da, Double Elimination, bin ich sowieso immer ein größerer Fan. Und dann umgeht man auch das Problem mit Bracket, Luck, Bad Luck und so, ne? Finde ich auf jeden Fall gut. Auch gut für die Spieler psychologisch, dass sie da nochmal eine zweite Chance haben werden. Und ist es eigentlich sicher, wie es dann geseedet sein wird am Ende? Wird dann der erste Platz gegen den zweiten, sprich Todd spielen, der zweite gegen X-Lord? Ja. Also X-Lord hat natürlich den Top-Seed. Auch wenn er eine Series verloren hat, hat er ja trotzdem die Regular Season gewonnen. Und der Spieler, der dieses Wochenende aus dem Lower Bracket kommt, spielt dann gegen X-Lord. Der Sieger gegen Todd. Also nochmal ein extra Anreiz vielleicht für die Spieler an diesem Wochenende, hier durch das Winner Bracket sich den Sieg zu holen. Ja, X-Lord will man ja immer dodgen. Das war ja immer das Credo hier in der Meisterschaft, bis Leon dann endlich mal das Muster durchbrochen hat. Es wäre ja ziemlich geil, wenn Leon jetzt derjenige wäre, der den Knoten zum Platzen gebracht hätte und Todd vielleicht auch ein bisschen mehr Mut wieder fassen könnte in diesem Matchup. Todd muss ja diese Replays mit einem Kamm und einer Lupe und einem Mikroskop gleichzeitig durchgegangen sein, um rauszufinden, wie das funktioniert hat. Vielleicht können die sich da nochmal zusammensetzen. Für Leon wäre es auf jeden Fall eine feine Sache. Er hat ja früher schon ESL Pro Series gespielt in den 2000ern. Da hat es, glaube ich, soweit ich weiß, für ihn nicht für die Playoffs gereicht. Da waren öfter mal so zweistellige Tabellenplätze. Damals in der großen Zeit natürlich auch schon von X-Dot, aber auch von einem Mio und einem Hasuops. Der übrigens gestern oder vorgestern Geburtstag hatte. Liebe Grüße an den guten Dennis Schneider. Und jetzt mit ein bisschen Happy Birthday, Happy Birthday indeed. Jetzt haben die Leute ganz viel von uns gehört. Meinst du, die Vorausschau der Spieler ist für dich auch wichtig? Sollen wir mal so ein Statement raushauen? Lass mal ein Statement raushauen, Digga. Das hört sich geil an. Okay, Digga. Machen wir, Digga. Hier ist Tom. Ja, hallo zusammen. Die Playoffs der Meisterschaft stehen an. Und ich bin dabei. Aus welchem Grund auch immer. Ja, Skars hatte irgendwie eine krasse Offseason, bei dem lief es gar nicht, darum bin ich jetzt irgendwie in den Finals. Obwohl Skars natürlich der klar beste der Spieler ist als ich. Ja, was soll ich sagen, ist Kevin, Francis und Leon. Gegen Leon, würde ich sagen, habe ich so mit die wenigsten Chancen. Er ist einfach krass aktiv, spielt echt gutes Warcraft, also muss man das mal anerkennen, trotz seiner Race. Und er ist noch human. Ja, alle Faktoren sprechen für ihn. Genau, also gegen Leon würde ich mich jetzt gerade Underdog sehen. Gegen Kevin habe ich minimale Chancen. Und gegen Francis würde ich mich, ja, also noch als Underdog sehen. Aber da habe ich durchaus Chancen, auch mal ein BO3 zu gewinnen gegen ihn. Genau, das erste Match gegen Kevin. Ja, was soll ich sagen? Ich habe gegen Kevin schon sehr, sehr oft gespielt in meinem Leben. Vor allem in den letzten 3 Jahren. Er ist 11, er weiß, wie stark 11 ist und dieser Bio-Style mit Echse oder was auch immer oder Hidden AP-Style. Ja, Kevin ist halt, sag ich mal, nicht der beste Spieler, micromäßig an sich und auch
Insgesamt vielleicht nicht, aber er bereitet sich immer sehr gut für die Gegner vor. Taktiken, Timings. Ja, ich werde das natürlich nicht machen. Ich werde einfach Freestyle runterspielen. Mal schauen, vielleicht klappt es. Wenn ich auf dem ersten Map dumm verlieren soll, bin ich wahrscheinlich eh wieder Direct Tilt und da gibt es irgendwie ein paar Mal Grunt Rush. Also die Aktion. Mal schauen. Ja, also ich sehe mich jetzt hier in den Playoffs als klarer Underdog. Eigentlich in allen drei potenziellen Matchups. Von denen gehe ich mit gar keinem Druck eigentlich rein. Ich spiele einfach die Games. Wenn ich gewinnen sollte, freue ich mich. Wenn nicht, ist auch nicht tragisch. War ohnehin mit Abstand die beste Season für mich. Zumindest preisgeldmäßig. Und ja, trotzdem wünsche ich natürlich viel Spaß und vielleicht kann ich die eine oder andere Map oder das BO3 gegen einen von den anderen drei Tryhards dann doch noch gewinnen. In dem Sinne, viel Spaß. Vielen Dank, Tom. Den Spaß werden wir haben. Sieht sich selber als Underdog, aber nicht ohne Chancen. Ich finde, das ist eine sehr reflektierte und auch zutreffende Meinung. Hat auch angesprochen, dass er vielleicht durch eine schnelle Niederlage auf Map 1 etwas getiltet werden könnte. Wollen wir mal gucken, ob Kevin hier den Rush auspackt. Wir haben die Maps präsentiert von Müllermilch und Remo Demo. Tom Wethod, Shallow Grave und Autumn Leaves wählt Springtime, unsere neueste Map. Kevin Wethod, Concealed Hill und Northern Isles wählt dann selbst Tidehunters, immer eine gern gesehene Nachtelf-Map, womit wir Last Refuge zum Schluss hätten. So sieht's aus. Drei Spielplätze. Hoffentlich werden wir die voll ausnutzen. Hoffentlich sind die nicht so dreckig wie die hier in Hamburg und wahrscheinlich auch bei Remo in Mainz. Damit haben wir Tom gehört, damit haben wir die Maps festgelegt und dann fehlt natürlich nur noch eins, und zwar das Statement von Kevin Schwem. Hi zusammen. Neo hat mich gerade daran erinnert, dass ich ja noch mein Statement abschicken muss für die Playoffs morgen. Da sind der gute Tom, der Leon und der Francis dabei. Wird auf keinen Fall einfach. Ich freue mich drauf. Ich denke, ich bin schon einer der Favoriten für eine Top-2-Platzierung, um dann wieder auf die Offline-Finals zu kommen. Aber ich hatte jetzt echt das Problem, dass ich wirklich quasi überhaupt nichts machen konnte für die Playoffs. Ich habe kaum gespielt die letzten Wochen seit dem letzten Spieltag. Eigentlich auch schon, ja, in den letzten Wochen der Gruppenphase im Moment einfach zu viel los. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich mein Bestes geben und mich dann morgen nochmal ein bisschen ja, natürlich warm spielen und informieren. Ja, aber es wird extrem hart, da ist keiner zu unterschätzen. Ich denke, im Zweifel, wenn alle in Form sind, bin ich da schon vermutlich der Beste von den vier, die da dabei sind. Das ist auch einfach historisch gesehen, was die Ergebnisse aus der Gruppenphase angeht, habe ich gegen alle gewonnen. Von daher ist das ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber ich muss echt gucken, dass ich da jetzt nicht fail. Der erste Sieg gegen Tom wäre schon mal extrem wichtig. Ansonsten, ja, mal schauen. Schön wär's auf jeden Fall. Aber einfach wird es nicht. Ich meine, wir haben einen Vollzeitspieler, Vollzeitprofi dabei mit Leon. Der spielt ja quasi den ganzen Tag seit Monaten, fast schon Jahren. Da wäre es ihm natürlich gegönnt, wenn er jetzt dann auch auf die Offline-Finals kommen könnte. Aber geschenkt wird ihm sicherlich nichts. Ansonsten, ich freue mich drauf und ja, allen viel Spaß und ja, ich hoffe, dass ich es irgendwie unter die Top 2 schaffen kann. Weil da sind ja noch ein paar Rechnungen offen für die Offline-Finals. Sowohl mit dem guten X-Lord als auch mit dem guten Johan. Bis dann. Okay, Kevin sieht sich wieder ein bisschen nicht als Underdog, aber stapelt tief, wie man es eigentlich von ihm kennt. Er hat gesagt, hat ein bisschen viel zu tun im echten Leben. Aber gut, das hören wir seit drei Seasons und trotzdem ist er der amtierende Vizemeister, der, wie er auch selber gesagt hat, alle anderen drei Teilnehmer dieser Playoffs schon geschlagen hat in der Regular Season. Er muss das einfach nur nochmal machen. Boom, ist er auf den Finals. Es ist bewiesen, unser einziger Nachtelf mittlerweile in der Meisterschaft ist schnell aufgestiegen zu einem der besten Spieler Deutschlands. In einem Matchup auch, wo er normalerweise sehr gut gegen Tom aufspielt. Sind jetzt die Nerven am Flattern? Werden beide ihr Bestes bringen können? Wir sind kurz vor der Ziellinie sozusagen für die Finals. Und natürlich beide würden es nur allzu gern dorthin schaffen. Und wir
haben die erste Map gestartet. Da wird nochmal die Frisur gerichtet. Da kommt auch gleich nochmal die Wasserflasche. Da bin ich mir sehr sicher. So kennen wir den Thomas Walter mittlerweile. Und Kevin, da könnte man denken, es ist einfach nur ein Bild. Aber nein, es ist das Live-Video-Feed. Bewegt sich so gut wie gar nicht. Ich hoffe, das sieht auf der Map ein bisschen anders aus, dass da ein bisschen mehr Bewegung am Start ist. Denn das wird er brauchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein Game und dieses Game wird gespielt auf Springtime. Herzlich willkommen zum redesignten Ingame-Bildschirm der ESL-Meisterschaft. Wir haben auf der oberen linken Seite unseren Vizemeister, den Top-Seed der Playoffs. Der einzige Nachtelf in der Liga ist natürlich Kevin Schwem. Und sein Gegner ist ein ganz großer Freund davon, die Helden seiner Gegner zu killen. Es ist die Überraschung der Saison von den Playing Ducks. Haben wir Tom. Der einmal mehr zu seinem Lieblingshelden greift. Es ist der Blade Master, mit dem er schon zuvor einiges an Furore hat anrichten können. Soll uns natürlich in diesem Matchup absolut nicht überraschen. Das war schon lange der Hauptheld der Orks gegen Nachtelf. Und vor allem auf dem neuen Patch, wir haben es vorhin kurz angesprochen, mit den Farseer-Nerfs und Heightener-Nerfs sehen wir generell mehr von dem Helden. Aber Tom hat normalerweise immer seinen eigenen Playstyle in diesem Matchup, spielt nicht unbedingt Standard mit den Schamanen und der Expansion, den Grunts und all dem. Und darauf muss sich Kevin auch gefasst machen. Und ich bin gespannt, wie genau da die Pläne aussehen werden vom lieben Thomas. Ja, das wird die große Frage sein. Ich glaube, bei Kevin ist es relativ klar, das Meta shiftet ein bisschen wieder zurück von Demon Hunter und Talents zurück zu Keeper. Das haben wir ja schon sehr, sehr oft so gesehen. Und wie spielt Tom dagegen? Ich glaube, Kevin wird sehr froh sein, dass er wieder die E-Taste drücken kann. Damit kann man sich am Anfang schon ein paar kleine Vorteile erspielen, vor allem wenn man Grunt findet und den schnell killen kann oder ein paar Peons. Man kann natürlich sehr tricky unterwegs sein mit Nachtelf. Man kann eine Expansion versuchen, man kann einfach nur creepen, vor allem wenn es Nacht wird. Man hat zwar nicht mehr das frühe Ultravision, was sehr vermisst wird von den Nachtelf-Freunden, aber das hat auf jeden Fall dem Matchup ordentlich geholfen, damit die Orks nicht so super schwer haben. Aber dennoch müssen die Orks immer noch gut Acht geben. Denn es gibt jede Menge Problematiken, Schwierigkeiten, die nach der da. So ist es. Und außerdem gibt es auch das günstigere Sentinel-Upgrade für die Huntress. Und Huntress wird es auf jeden Fall geben. Tom scoutet schon sehr gut, ob da irgendwelche Ancient Protector ankommen. Die spielt Kevin sehr, sehr gerne, gerade auf dieser Map. Nicht nur im Matchup gegen Ork, hat es auch gegen Todd damit versucht. Und da ist schon ein blauer Punkt, so auf der 5 Uhr Schräge. Da könnte auf jeden Fall gleich mal ein Baum wachsen da unten. Dafür wird dann oftmals der Peon Scout vom Ork benutzt. Das ist eine der großen Schwierigkeiten für Ork. Man hat am Anfang nur einen Blade und einen Grunt draußen auf der Map. Plus vielleicht einen Scout-Peon, den wir hier tatsächlich sehen. Aber generell nicht allzu viele Scouts. Was momentan sehr gut funktioniert, ist den Keeper zu verlangsamen. Je länger der Keeper nur Level 2 oder nur Level 1 ist, desto besser ist das. Schwer Deny hier auch. Blade Master natürlich gibt auch damit selbst viel Erfahrung auf. Hat bisher noch überhaupt keine Kills gekriegt. Aber das kann es oft mal wert sein, wenn man da sicher auf Tier 2 ankommt. Wenn man da ankommt mit dem Shadowhunter und den Schamanen, falls man das spielt, ist das Spiel oftmals viel einfacher. Genauso ist es, Tom, der bayerische Lin, so haben wir ihn getauft diese Saison, nachdem er ziemlich eskaliert ist in letzter Zeit mit seinem Blader und scheint hier auch gut vorbereitet und gut im Saft ins Match zu gehen. Keine gravierenden Fehler gemacht, keinen Grunt verloren, schöne Denies rausgehauen, Keeper Level 1. Das ist schon ein bisschen problematisch hier für Kevin. Oh, der Grunt am Creep Camp. Könnte vielleicht den Last Hit klauen. Schönes Movement. Echt nice gemacht von Tom. Die Archer können jetzt allerdings den Last Hit sichern. Oh, und da ist das Entangle. Das war das Level 2. Genau das hatten wir angesprochen. Den Grunt hier zu verlieren würde wehtun. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
Da hat er das WD-40 wieder gefunden, die E-Taste gut eingeölt. Aber wie sieht's bei Tom aus? Der hat hier den Keeper schon sehr gut angeschlagen. Moonjuice sieht nicht mehr so rosig aus. Auch wenn jetzt Nacht ist und das regeneriert wird, ist das natürlich auch eine Ressource. Auf der anderen Seite kein Multitasking hier. Wir können noch das nächste Movement nicht wirklich erkennen. Aber der Keeper, der hat eine relativ klare Richtung. Und das ist gen Süden. Ich frage mich, ob er da in die Ork Base will, weil mit so wenig HP fühlt sich das irgendwie falsch an. Ich glaube, er will einfach nur gerade wegkommen vom Blade Master, um nicht zum TP gezwungen zu werden. Wenn er dann Telestaff hätte, könnte er jetzt einfach zurück nach Hause teleportieren, dann aufheilen. Der Blade Master müsste sich wahrscheinlich zurückholen. Zurückziehen. Aber der Keeper hatte keinen Telestaff gekauft. Obwohl er vorhin die Gelegenheit hatte. War ja am Shop, hat sich ein Circlet geholt, welcher momentan sehr viel nachgefragt ist. Aber kein Telestaff. Sehr ungewöhnlich. Dafür jetzt der Ancient Protector. Das ist sehr spät. Und vielleicht wird es deswegen nicht gescoutet. Ganz komische Dynamik jetzt. Diese hier zwei Gebäude kommen an. Kevin macht gar nicht so viel. Der Blade Master scoutet. Wo bist du denn? Was machst du zum Teufel? Und hat er jetzt eine Line of Sight auf den Protector? Jo, aber sofort. Der Blade Staff direkt nach Hause. Der weiß genau, wie gefährlich das werden kann, wenn der AP mal steht. Kevin wusste, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Cancel das Ding auch und hat somit den Ork zumindest mal nach Hause gezwungen für eine gewisse Zeit. Oh, der Wisp versteckt sich hinter den Krebs. Schön. Ja, jetzt ist der Blade Master da eingesperrt, ne? Kann sich fast in diesen Käfig verkriechen. Aber gut, der hat zum Glück ein paar Freunde, die ihm da außer Patsche helfen. Wir haben gerade eben auch schon über Colorful geredet. Er hat vorhin ein Spiel gegen Moon, wo er sich zurückgestafft hat, um gegen den anderen Liebhaber zu verteidigen. Und natürlich hat er dieses eine Loch reingestafft, wo er dann festgesteckt war in der Expansion. Musste uprooten, Entangled war kaputt. Du kennst ja das alte Sprichwort, ne, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das sind so Weisheiten. Die waren heute echt witzig, die waren so aufbrausend, Janis, dass ich mich tatsächlich vorhin noch mal kurz hingelegt habe, ein kleines Nickerchen gemacht. Oh je! Damit ich hier schön frisch und ready bin für unseren großen Hauptakt. Und das bei dem Wetter? Das ist Dedication. Ich hab das Sonnenwetter sehr konsequent ignoriert. Komm, du wirst immer mehr wie ich. Wir gleichen uns an hier nach all der Zeit. Jetzt haben wir allerdings einen Creepjack und die Supply-Nummern, die werden vielleicht auch gleich angeglichen, weil der Grunt ist weg. Das ist dann der zweite Grunt, der fällt, und auch der Rest des Camps geht an Kevin. Schaman, ein bisschen zu spät, ready. Der Computer hier gerade fast eingefroren. Nein! Es gibt immerhin keine Expansion, das weiß der Blade Master auch, aber... Kevin, vielleicht trotzdem, Tom vielleicht trotzdem nicht in der besten Situation. Wir sehen jetzt Dryaden, die gespielt werden. Nicht so oft zu sehen auf Top-Level, aber ich glaube, das kann ganz gut funktionieren, vor allem, wenn man eine kleine Führung hat und die gegnerischen Helden vor allem nicht so stark aussehen, was hier auf jeden Fall nicht der Fall ist. Interessant. Nicht Mass-Tier 1, nicht Mass-Huntress und Mass-Archer mit Expansion. Dafür hat er nicht so viel Zeit. Dafür Tier 2 Units, die natürlich viel Erfahrung geben, aber Tom, der hat einen schweren Stand hier bei der Helden noch Level 1. Du hast es gesagt, die Wyvern kriegt auch sofort auf den Deckel vom Alchemist. Der kleine Troll da oben kann natürlich die Flaschen auch nach oben schmeißen. Und bupp, da ist die Acid-Bomb und damit ist die Wyvern weg. Der nächste Grunt fällt auch und es mangelt hier echt am Schaden. Serpent Walls sind vorhanden, aber natürlich nur Level 1. Und der Blade Master, der ist nicht viel am Beitragen. Hier spricht jetzt auch, um weiter hoch zu heilen. Und Kevin, der kriegt einfach mehr Kills. Der ist einfach besser am Training. So sieht's aus. Ohne große rote Zahlen macht der Blade Master nicht viel. Wyvern weg, Schamane weg. Mit Serpent Walls kann er noch ein bisschen was versuchen, aber let's be honest, Tom verliert hier alles. Yo! Sehen wir auch im Supply. Der Grunt fällt. 28 Supply nur noch über. Kevin jetzt so weit vorne. Können sie vielleicht sogar Tier 3 leisten? Aber macht er nicht. Es sind mehr Dryaden und mehr Upgrades. Und damit werden die auch einiges stärker. Wir gucken mal auf den Grafen. Der sagt hier, es geht deutlich in Kevins Richtung. Und dieser Grunt-Loss wird dazu natürlich noch beitragen. Der Shadowhunter braucht Level, der Blade Master braucht Level und Items, aber beides kriegt er nicht. Die Replenishment Potion, die könnte er sich vielleicht nochmal holen. Aber es ist ein Gemetzel auf Springtime. Ich weiß gar nicht, ob Kevin hier wirklich viel verloren hat. Jetzt die Replenishment Potion natürlich ideal für den Keeper. Hat so viel Vertrauen in sein Movement, dass der Blade Master da gar nicht mehr rankommt. Und diese lilane Potion, die ist Gold wert jetzt.
Ja, absolut. Wundervoller Drop hier. Kevin mittlerweile 20 Supply vorne. Aber auch recht angeschlagen. Wir ein bisschen Heal-Spray brauchen und am liebsten auf eine Heal-Scroll. Deswegen machen wir uns rüber einen Shop. Also ohne Trains zu kriegen ist nicht ganz easy. Aber jetzt haben wir das Mana. Neue Runde Baumbart. Und jetzt gleich die Items. Kevin hat auf jeden Fall genug Gold, um das leisten zu können. Und hat schon eine gute Army. Noch mal eine Scroll oben drauf und vielleicht eine Invol hinterher. Und dann kann der nächste Angriff auch starten. Jo, sieht so aus, als wird da gleich ein Knockout-Punch kommen von Kevin. Dem fehlen, jetzt hat er eine Heal-Potion auch. Also gegen Toms bekannten Hero-Focus auch sehr gut. Noch mal eine Lila-Potion wahrscheinlich oben drauf. Und dann ab dafür. Jetzt haben wir auch das Dispel-Upgrade gegen eventuelle Lightning-Shields. Wobei die natürlich eh nicht so viel tun gegen Dryaden. Immerhin mal Level 2. Immerhin mal Heal Wave. Ein bisschen mehr Piercing Damage durch den Berserker. Aber ob das Tom noch retten wird, bleibt zu bezweifeln. Die Boros könnten auf jeden Fall enorm hilfreich sein, denn natürlich die ganze Armee hat Unarmored Rüstung. Da macht das Piercing einiges an Bonus. Abgesehen von den Helden eben. Sie haben zwar keinen Reinforced Defenses. Der Zement wurde noch nicht angerührt. Aber vielleicht auch gar nicht notwendig. Kevin wartet darauf, würde nur allzu gerne Tom einladen, rauszukommen aus der Hütte. Darf der Thomas heute spielen? Aber Thomas bleibt noch zu Hause. Ja, der muss erst noch essen. Oder Thomas sagt, Moment, hier läuft gerade Pokémon, ich kann erst in 20 Minuten. Oder hat einfach auch gar keinen Bock mit Kevin zu spielen, weil der geht in eine ganz andere Richtung, wo gar nicht mehr so viele Creeps sind, aber dafür oben eine Expansion wächst. Von daher hat er hier vielleicht einen richtigen Riecher, aber nee, jetzt dreht er um. Und damit ist der Tree of Life gleich fertig. Kevin schnappt sich die Natural Expansion und damit Level 4 und Level 3. Ja, ich kenne von der Spielpartner, ne? War ja auf der Ork-Seite der Map, somit hat er jemals gerade hier Spielzeuge weggenommen. An der das ist gemein, ist das! Ich würde jetzt den Kevin mit der Schaufel hauen. Ja, da merkt man wieder, dass du der älteste der Geschwister bist, ne? Einfach wieder, einfach wieder den Bully-Modus angemacht. Das hat am besten geholfen. Muss natürlich auch sagen, dass meine Geschwister sind nur Halbgeschwister und die wurden immer bevorteilt. Ja, okay. Ja gut, dann brauchst du ja sowieso null Sympathie zu haben. So. Ich habe auch nicht mehr so viel Sympathie für Toms Siegeschancen hier. Der stemmt sich nochmal dagegen. Es sind natürlich Playoffs, sind auch seine ersten Playoffs. Und du hast gesagt, die Bullos können hier noch ein bisschen was reißen, aber es gibt nur noch einen. Und Kevin, der ist sich jetzt genauso sicher, dass er dieses Spiel gewinnen kann wie ich. Die Echse ist fertig, läuft gleich rüber. Eine Dryade fällt, aber dafür hat der so viel Schaden angerichtet. Tom hat nicht mal mehr genug Peons, um diese Mine komplett zu besetzen. Zu spät in Zement investiert. Das fühlt sich mal doof an, ne? Reinforced Defenses ist jetzt fertig und bringt im Moment exakt null. Typische Ork-Problematiken hier. Es war ein relativ sinnbildliches Game für die Ork. Tränen, die wir oft gesehen haben gegen Nachthelf. Die Guns sind früh gestorben, der Keeper ist reingekommen, ein Kill nach dem nächsten. Später wurden die Boros geplättet. Wir haben das alles schon zuvor gesehen und Tom da das ganz frühe Early Game, die ersten paar Minuten, die sahen gut aus, aber muss eben immer stark Obacht behalten gegen die Nachthelf. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen und jetzt sehen wir ihn natürlich auch ganz weit hinten. Shadowhunter ist allerdings Level 3. Level 2 Serpent Wards sind jetzt tatsächlich stark. Ist vielleicht etwas. Hoffen wir das Beste für Thomas Walter. Die Raider sind aber gar nicht mehr so gesund. Eine Heal-Wave kommt nochmal durch. Die ist natürlich nur Level 1. Wisps sind auch parat. Und der Blade Master, der hat schon bessere Tage gesehen. Invul Potion für 7 Sekunden ist er hier noch safe. Aber was dann? Die Wisps kommen dazu. Damit auch gar nicht mehr mal so viel Mana, um damit zu arbeiten. Und Kevin, der klickt einfach auf den Blader. Aber Tom macht es genauso. Nochmal Windwalk. Aber die große Heal Potion rettet den Alchemist. Und Kevin Schwem gewinnt Game 1. Ja, in recht überzeugender Manier auch, ne? Das Early Game sah auf jeden Fall nicht so toll aus. Der Keeper war da lange auf Level 1 festgehalten, hat nicht viel aufs Brett gekriegt, bis er dann endlich den Grunt hat finden können. AP war auch nur als kleine Ablenkung gedacht und die Dryads haben tatsächlich funktioniert. Oftmals scheinen die auch recht nutzlos zu sein, aber mit der Führung, mit den besseren Helden, es war doch am Ende alles, hat sich da um die Helden gedreht und deren Levels. Und ich glaube, da hat Tom sich ein bisschen zu arg auf den Harass versteift und nicht selbst genug das Creeping selbst auf seiner Seite priorisiert. Ich würde gerne wissen, wie das Ganze aussieht, wenn er nicht den Grunt verliert und das Spiel von da
aus angehen kann. Das hat schon so ein bisschen gekostet in Creep Speed und auch was das Map Positioning angeht, weil dann war Level 2 natürlich da und konnte solide runtergespielt werden. Aber ja, auf dem Harass kann er aufbauen. Und jetzt kommt ja auch erst seine Map und das ist Tidehunters. Ja, ungewöhnlich, das als Org-Map zu sehen, nicht wahr? Für die längste Zeit haben wir hier die Orks das eigentlich wehtun sehen, zusammen mit Autumn Leaves, haben sie mal als schwierig angesehen gegen Nachtelf, vor allem eben, weil die Expansion hier für Nachtelf so einfach ist. Ein Keeper und eine Huntress kann schon genug sein, um die Natural zu creepen, schnell die Echse aufzusetzen und dann mit einer leichten Führung zu spielen. Wie wir gerade gesehen haben, Kevin hat mit der Führung sehr gut umgehen können auf der ersten. So ist es. Der Vizemeister wird seiner Favoritenrolle gerecht. Was das MMR angeht, ist da gar nicht so ein großer Unterschied zwischen den beiden. Sind nur so 70 Punkte. Ich weiß aber nicht, ob bei Tom da Legion TD eingeblendet wird oder One-on-One WC3. Das ist ja, Tom, ein Meister mehrerer Spielmodi in WC3. Muss jetzt aber weg von der TD hin zur Wasserflasche, nochmal rehydrieren und dann hoffentlich erfrischt und erquickt reinstarten in Map Nummer 2 auf Tidehunters. Matchpoints für Kevin. Das Winner Bracket Final der neuen ESL Meisterschafts-Playoffs ist zum Greifen nah. Aber Tom hat da mit Sicherheit was gegen. Oben links in Gelb statt Tom als Ork für die Playing Ducks und Kevin fürs Creep Camp. Unten rechts in Blau. Es gibt einmal mehr den Keeper und ich wollte schon sagen, es gibt einmal mehr den Blade Master, aber nein. Tom mit dem Farseer. Und das erinnert mich doch an gewisse Games, die wir von ihm zu sehen bekommen haben in der Meisterschaft, vor allem auf Concealed Hill. Farseer, Grunt und Wolf, Aggression zu Beginn, versuchen Archer zu killen, Shadowhunter auch auf Tier 2 und dann mit Mass Wyvern drüber zu rollen. Das hat schon teilweise funktioniert, das wurde schon teilweise gecountert. Und Kevin, der muss hier ganz doll auf 8 sein, denn wenn man dagegen nicht aufpasst, dann kann es schnell brenzlig werden. Tom hat im Statement gesagt, wenn ich getriggert bin, dann gibt's halt einen Grunt Rush. Jo, dann gibt's halt jetzt einen Grunt Rush, sag ich mal. Kevin hat natürlich gescoutet, sieht, dass hier kein Shop ist und zwei Burrows gespielt werden. Immer ein ganz okayer Indikator für einen Farseer. Jetzt findet er es gleich auch raus, weil der Mann auf dem großen weißen Wolf mit den Wölfen begibt sich aufs Spielfeld. Wir haben den Keeper auf der anderen Seite und wieder Treants first. Da wird also nicht auf Grunt Jagd gegangen mit Entangle. Lieber auf Sicherheit. Ja, und auch direkt zwei Moonwells geplaced, damit er schön Moonjuice hat. Damit wird vielleicht das Tier 2 ein bisschen verzögert, aber will eben sicherstellen, dass er hier keine Gefahr läuft. Hat da auch gedetonated in der Mitte, war auch nicht schlecht. Bisschen Damage auf den Wolf gemacht, ein bisschen den Farseer gedrained. Und ja, der Farseer neuerdings hat auf jeden Fall wesentlich mehr Mana-Probleme als noch in der Vergangenheit. Wölfe kosten mehr Mana und jedes Mal resummen wird bemerkt. Bin gespannt, ob er hier auf eine normale Army setzt oder ob sie zu einem Cheesy Rush kommt mit vielleicht einem Firelord und ein paar Towern und ganz viel Piercing Damage. Klar hat der Nachtelf eine gute Möglichkeit zu dispellen. Es liegt in der Natur, da hat man Wisps, da kann man Summons einfach wegzaubern, wie mit einem Schmutzradierer. Aber irgendwann sind die Wisps auch weg und Wisps sind auch ein teures Mittel zum Dispellen. Von daher vielleicht ein kleiner Overload, aber relativ gleich wie auf Springtime. Keeper Level 2 und es wird entangled, was das Zeug hält. Oh, verliert er den ersten Grunt etwa schon wieder. Es sieht ganz danach aus. Jopp, die Archer kommen rein vom Süden. Vielleicht die Deny. Nein, nicht ganz geklappt. Last Hit vom Creep. Geht auch an Kevin, somit kein Level 2 für den Farseer. Und den Wolf lastet er auch. Schmerzhaft aus. Jo. Nicht das beste Early Game für den Tom. Der kann sich schon mal darauf bereit machen, hier im späteren Verlauf des Abends nochmal anzutreten, weil das Lower Bracket Halbfinale ist natürlich auch noch. Da geht's dann nur noch ums Überleben für Tag 2. Kevin kann ganz beruhigt den Stiefel runterspielen. Er weiß, er hat im Late Game nicht so die großen Probleme, weil das ist eher so Blade Master Territory. Jetzt kommt gleich eine Welle des Angriffs wahrscheinlich von Tom und wenn er das auch noch übersteht, dann ist Kevin mehr oder weniger im Winner Bracket Finale.
Ja. Tom, echt ein Problem. Kevin weiß genau, wenn er auf Tier 2 ein paar Drives hat, hat er eine gute Antwort gegen den Farseer. Aber jetzt kommt der Push. Wir haben die Grunts, die auftauchen, später Detonate allerdings. Und der Wolf war Level 3. Kevin mit einem super Timing hier auf dem Level 3. Auf was wird er setzen? Entangle oder? Treants. Nein, Entangle. Kurzes Verwirrspiel mit mir selber gespielt. Und ja, warum denn auch nicht? Also das einzig, was Tom jetzt gerade spielen kann, sind irgendwie Raider oder Grunts. Gegen beides ist Entangled sehr, sehr stark. Tier 2 ist jetzt durch. Die Warmill allerdings erst bei so 50%. Wenn hier Tower kommen sollen, wonach es schon ziemlich stark aussieht, dann sind die verspätet. Kevin geht übrigens nicht auf Dryads, kein Hunter's Hall, sondern er geht lieber auf Doppel Ancient of War. Somit wird er jede Menge Archer produzieren können mit Improved Bow Upgrade, was natürlich auch gut gegen so einen Push ist. Und da sehen wir den Push Hero, den Tinker. Wir wissen genau, was los ist und Kevin weiß es auch. Er hat es gesehen. Und die Frage ist nur, wann genau wird es soweit sein? Die Peons sind unterwegs, drei an der Zahl. Kevin mit dem Whisper in der Taverne. Panda könnte vielleicht gut sein. Oder ein Kontertinker. Beastmaster mit einem Bär. Okay. Interessante Wahl. Gegen Tower eigentlich eher so Quillbeast. Auch gegen Grunts sehr gut. Aber es kann von beiden nichts gedispelt werden. Aber Tom mit den Towern. Die müssen funktionieren. Sehr weit hinten aber auch funktioniert, ne? Entangle. Sehr stark natürlich gegen die Grunts. Das haben wir schon etliche Male gesehen. Und die Summons funktionieren super. Archer und Entangle nehmen die Grunts raus. Summons nehmen die Tower raus. Bisher scheint der Plan für Kevin super aufzugehen. Löst die Archer, zieht sie zurück. Somit das Kiting auch gut. Und der Moonwell wird wieder ein bisschen hochgeheilt. Das Mana wird langsam low, aber Kevin bisher starker. So sieht's aus. Nächster Grunt kaputt. Die Archer nehmen Schaden, werden jetzt auch gekillt, zwei von denen. Aber der Beastmaster mit dem Bär, die kümmern sich einfach nur um die Tower. Und da steht nur noch einer. Und der ist auch gerade erst gestartet worden. Beastmaster hat viel verloren. Aber guck mal die Grunts an. Oder, ja, solange du noch kannst, sag ich mal. Weil da sind wieder 6 Supply ausradiert. Und damit ist das Supply wieder gleich. Bei Kevin leben beide Helden noch. Der Keeper ist der Carry. Ich mag den frühen Shop hier sehr gerne. Die Clarity sind super stark auf dem Keeper. Ist sogar gerade Invis gewesen, damit es gecancelt wird. Aber muss jetzt doch wieder ein bisschen mehr mithelfen. Kiba hat wieder ein bisschen Mana. Der Beastmaster hat echt gut funktioniert. Hat gleich den dritten Bär, den er beschwören kann. Super viel Frontline natürlich auch. Beastmaster plus Bär. War es hier ein Problem. Hat kein TP. Hat aber den Klug mit 2 HP. Oder war es nur 1 HP? Hui. Er überlebt, aber die Chancen für das zweite Spiel vielleicht nicht. Hier kommt der Reveal. Farseer ist weg. GG Kevin Schweben. Relativ simpel, relativ souverän. Ab ins Winner Bracket Finale. Ein Schritt entfernt von den Offline Playoffs. Ja, das war mal super schnell. Kevin hat überhaupt nichts anbrennen lassen. Tom, von ihm haben wir schon in der Vergangenheit gehört, dass er sich nicht so wohl fühlt im Matchup gegen Nachtelf. Ist auch verständlich. Es ist auf jeden Fall das komplizierteste Matchup für Ork. Und da sind heute einfach die Sachen nicht den idealen Weg gegangen. Den Grunt im Early Game zu verlieren, das tut immer ordentlich weh. Mit dem Blade hat es nicht funktioniert, mit dem Farseer hat es nicht funktioniert. Hoffentlich muss er wenigstens nicht wieder ran gegen Nacht. Das könnte natürlich passieren, wenn Kevin im Winner Bracket stolpert. Wo er aber hoffentlich nicht stolpern wird, ist auf dem Weg ins McDonald's Spotlight, weil da wollen wir ihn jetzt natürlich begrüßen, wo er jetzt gleich zu finden sein wird. Jetzt im Winner Bracket Final herzlich willkommen und natürlich damit auch im McDonald's Spotlight Kevin Schweben. Eine sehr souveräne Leistung heute. Das lief alles nach Plan, nehme ich an. Hi. Ja, könnte man so sagen. Ich bin zufrieden mit den beiden Babs. Muss aber auch sagen, der Tom, der hat dann mich richtig ausgetrickst und überrascht dieses Mal, weil ich dachte, jetzt, wo er die Chance hat auf die Offline-Finals, dann spielt er mal was anderes. Aber nee, hat er mich ausgetrickst. Ja, hast du dir ein bisschen schon mehr gut. Gegenwehr erwartet oder erhofft? Ja, zumindest mal auf Titan. Das, also keine Ahnung, das, ich glaube, das Game hatten wir jetzt 8 Mal oder so, dieser Quant-Tinker-Push. Aber ja, was soll's, ich bin happy und eins noch, bis ich gegen den guten Johan offline ran darf. Ja, wen willst du denn morgen? Lieber den Franz oder lieber den Leon? Hm,
Ja, ich denke mal, im Zweifel jetzt matchup-mäßig ein Franz. Ne? Ich glaube, ich bin gegen Ork stärker als gegen Human. Auf der anderen Seite habe ich gegen beide in der Gruppenphase gewonnen. Ich kann gegen beide gewinnen. Ja, und ganz ehrlich, wenn es um einen Titel geht in der deutschen Meisterschaft, dann soll es egal sein. Von daher möge der Bessere dort gewinnen und ansonsten schaue ich halt, dass ich im Lower Bracket durchkomme. Aber ja, ich werde, so gut es geht, vorbereitet sein. Ne? Ja, du willst aber schon gegen Todd spielen, ne? Also du willst schon relativ klar gegen Todd spielen, ne? Das hört man so raus. Da ist ein bisschen Hintergrund. Ja, also keine Ahnung. Ich bin da im Endeffekt mehr oder weniger entspannt. Ich fand es nicht in Ordnung, was er da so rumerzählt hat, weil es ja schlichtweg nicht stimmt. Das habe ich auch klargestellt. Ansonsten, klar, will man es dann halt auf dem Spielfeld klären. Oh, keine Ahnung, aber auch gegen Daniel mal gewinnen. Ne? Er hat ja ein paar Risse in der Rüstung, von daher mal gucken. Okay, schauen wir mal, was es da gibt. Remo, hast du noch Fragen? Du hast gesagt, wenn das Ziel der erste Platz der Meister ist, dann ist es ja auch egal, wen man spielt im Endeffekt. Wir haben Leon endlich mal Kevin spielen sehen. Wir haben vorhin schon darüber gemutmaßt. Hat es unter den Spielern in der Meisterschaft ein bisschen einen Knoten platzen lassen? Hat das auch endlich die Hoffnung mal ein bisschen angefacht, dass man X-Hot schlagen kann? Oder siehst du das eher individualistisch gesondert? Sprich, Leon ist Leon, du bist du, oder war das schon ein bisschen inspirierend? Ich denke, es kommen halt ein paar Faktoren zusammen. Also sicherlich spielt Leon extrem viel, hat sich verbessert, hat er total verdient, 100%. Hat sich ja dann separat auch nochmal mit 120 da vorbereitet auf das Match gegen X-Lord, der quasi, ich sag mal, unvorbereitet in dieses letzte Gruppenspiel reingegangen ist, ohne da irgendwas halt kleinreden zu wollen. Von daher, keine Ahnung, ich denke, es hat auf jeden Fall gezeigt, dass es machbar ist, aber es hat auch gezeigt, wie viel es braucht, um den X-Lord in der Gruppenphase, der gar nichts mehr gewinnen konnte durch einen Sieg, zu schlagen. Ich denke, es war so ein Wake-up-Call. Also es ist möglich, aber was kommt für ein X-Lord auf die Finals? Ne? Und wenn wir das Pensum, was jetzt ein Leon hingelegt hat, was fantastisch war, und dann hat das auch noch aufs Spielfeld gebracht, auf drei krasse Maps, wenn man da noch mal mehr machen muss, dann ja, muss man halt auch einfach das muss man verinnerlichen und dann auch bereit sein, das durchzuziehen. Von daher, denke ich, hat es extrem viel gebracht. Es motiviert. Aber es erdet halt auch so ein bisschen, ne? Weil man weiß, wie viel er geackert hat für das 2-1. Und ich glaube, das hat jetzt auch so ein X-Lord ein bisschen angefixt. Ne? Der hat heute, keine Ahnung, 8 Stunden Netherstream rausgehauen. 4 Wochen, 5, 6 Wochen von Finals. Von daher mal gucken, ja. Weißt du schon das Datum für die Finals? Willst du dir was leaken? Nein. Nein. Aber ich denke, die sind noch dieses Jahr, weil kommt ja eine andere Season. Das ist richtig. Ja, und ja. Ich will auch noch keine fragen. Ahnung, also ich weiß nicht, ob es offiziell ist oder nicht, aber es wird ja Finals geben und hoffentlich mit mir. So, das habe ich gesagt. Ich wollte auch noch fragen, wir haben ja verschiedene Etappen quasi in der Meisterschaft. Es gibt die Gruppenphase, dann gibt es die Play-ins, Playoffs einigermaßen und dann auch die Offline-Spiele. Wie geht man da als Spieler so ran? Hast du da verschiedene Mindsets, unterschiedliche Einstellungen dazu und auch wie fühlt es sich selbst an? Ist es eine andere Sache, was die Nervosität angeht? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, jetzt ihr unter den Top 4 hier in den Tiebreakers, in den Play-ins, dass es jetzt um die Wurst geht und man nicht die Chance missen will, auf den Finals zu spielen. Hast du jetzt mehr Nervosität, du dir bemerkst? Ist es auf den Finals offline noch mehr der Fall? Oder bist du da komplett cool und abgebrüht? Ich denke, ja, also klar, man merkt, dass es ernster wird. Offline ist es, glaube ich, nochmal so ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. Also manche denken, klar, wir haben jetzt hier Webcam und so, aber da ist man ja wirklich im Spotlight auf der Bühne und so. Das ist dann nochmal, glaube ich, eine Typfrage. Ansonsten, ich glaube, das Wichtigste ist so ein bisschen, was man auspackt an Strategien. Weil, angenommen, ich weiß, ich habe nochmal eine extrem wichtige Series, wenn ich jetzt ein X-Lord bin, gegen einen Todd und einen Leon auf den Finals. Was packe ich dann am letzten Spieltag aus, wo es um nicht mehr viel geht, so außer ein bisschen um die Ehre und die 75 Euro. Und bei mir ist jetzt so, ja, okay, ich könnte jetzt dafür sorgen, dass ich vielleicht gegen keinen Ork spielen muss auf den Finals. Also kann ich jetzt alles raushauen. Ich denke, das muss man so ein bisschen strategisch planen, gerade als Nachteil für einen Moment, wo man ja so ein bisschen gimmicky Playstyle hat. Aber ansonsten, ja, ich denke, man muss halt einfach wach sein, weil man hat gemerkt, bei einem Scars geht es auch mal schnell als Dritter plötzlich nach hinten los und dann hat man 3 Losses und dann fehlt das Mindset. Von daher, ich denke, wichtig ist, dass man einfach, sobald die Season beginnt, dann sagt, okay, jetzt ist 10 Wochen ernst. Ne?
und da entsprechend plant. Aber es ja, ist schon interessant. Aber, glaubst du denn, da gibt's, also von den verbleibenden Spielern, wem würdest du denn am ehesten zutrauen, dass sie da ein bisschen Strategien noch zurückhalten und die verstecken? Das ist ja auch immer so ein Thema im E-Sport, ne? Bei Leon kann ich es mir vorstellen, einfach auch aus dem Grund, weil er wahrscheinlich ein relativ großes Repertoire aufgebaut hat über die letzten 2 Jahre durch die ganzen Games. Also er hat halt so viele, oder es gibt auch so viele Human Style, zum Beispiel MK First und sowas, was er eigentlich noch nie ausgepackt hat, aber wenn man sich dann die Ladder Replays anschaut, dann spielt er das schon verdammt oft, halt nicht unbedingt relativ gesehen, aber trotzdem hat er im Zweifel vielleicht dann so viele MK First Spiele, wie ich Keeper First Spiele im letzten halben Jahr oder sowas. Von daher, da kann ich mir vorstellen, dass da noch einiges da ist, ob es jetzt bewusst Heiden ist, das würde ich eher fast beim Daniel sehen, der ist da ja gerissen, hat die Turniererfahrung und musste das sicherlich schon öfters mal machen. Ja, und bei einem Leon einfach so ein quantitatives Problem, er kann gar nicht alles spielen, was er da macht. So, ja, ich denke, ja, so ein Xtra, der ist so ein bisschen so ein Schlawiner, ne? Kann ich mir vorstellen. Das stimmt allerdings. Ja, dieser Style mit 3 Helden, Alchemist Third und Ul'Gak so auf Concealed Hill, was er da auf dem Raraland ausgepackt hat und dann auch ja, das war ja auch was er davor einfach nie ausgepackt hat, wo er nur geplant hat, so. Also er hat da schon immer noch was am Start, glaube ich. Wer sagt? Okay. Das sind die perfekten abschließenden Worte, Kevin. Ja, eloquent. Sehr. Wir sehen dich morgen wieder, Kevin. Hab einen schönen Abend. Bis dann, ciao.